Shalom zusammen. Als Jesus vor 2000 Jahren in die Welt kam und das Wort Gottes verkündigte und verschiedene Dinge prophezeite, sprach Jesus sehr oft in Gleichnissen, damit nur diejenigen die Worte von Jesus verstehen, die Gott als würdig erachtet hat. Darum heißt es in Matthäus 13, Vers 34, Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, Ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen, ich will verkündigen, was vor Grundlegung der Welt an verborgen war. Was verborgen war, hat Jesus offenbart, so wie seine Wiederkunft offenbaren wird, dass nur wir Christen die Wahrheit in den Händen halten, nämlich die ganze Bibel, also sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Schauen wir uns deswegen einmal ein Gleichnis von Jesus über die Endzeit an und woran wir die Zeichen der Zeit erkennen können. In Lukas Kapitel 21 wird ab Vers 29 im Gleichnis über den Feigenbaum Folgendes offenbart. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausgeschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Bevor wir dieses Gleichnis einmal anhand der Bibel versuchen zu deuten, halten wir erstmal fest, dass es Feigenbäume auch im Garten Eden gab, denn im ersten Buch Mose heißt es in Kapitel 3, Vers 7, Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Der Feigenbaum war also ein Bestandteil des Paradieses Gottes im Garten von Eden, dessen Blätter Adam und Eva nach dem Sündenfall benutzten, um sich daraus eine Schürze für ihren Körper zu machen. Der Feigenbaum ist außerdem auch der einzige Baum im Neuen Testament, der verflucht wurde, weswegen wir in Matthäus Kapitel 21 ab Vers 19 Folgendes lesen. Und als er, nämlich Jesus, einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, Wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Ein verdorrter Feigenbaum kann keine guten Früchte mehr bringen, doch Jesus sagte ja, dass man sein Volk an ihren Früchten erkennen wird, also an den guten biblischen Werken, die diese Menschen tun würden. Deswegen steht der Feigenbaum auch symbolisch für das Volk Israel, zu dem wir als Christen ebenfalls gehören. In Hosea Kapitel 9, Vers 10 spricht Gott über Israel Folgendes. Wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum, erblickte ich eure Väter. Israel wird also hier und in anderen Versen mit einem Feigenbaum verglichen, weswegen sich das Gleichnis über den Feigenbaum in der Endzeit auf Israel bezieht, das nach langer Zeit wieder Früchte bringen soll. Nachdem die Juden Israels Jesus bei seiner ersten Ankunft als Messias ablehnten, der Tempel in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde und die Juden daraufhin fast 2000 Jahre auf der ganzen Welt zerstreut waren, ohne Land und ohne richtige Heimat, sollte Gott in der Endzeit sozusagen das Blatt wieder zugunsten Israels wenden. So wird in Jeremia Kapitel 24, Vers 3 Folgendes prophezeit. Da sprach der Herr zu mir, Jeremia, was siehst du? Feigen, antwortete ich, die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten Feigen sind sehr schlecht, so dass man sie vor Schlechtigkeit nicht genießen kann. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wie diese guten Feigen hier, so will ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldäer geschickt habe, als gut ansehen. Und ich werde meine Augen auf sie richten zum Guten und sie wieder in dieses Land zurückbringen. Und ich werde sie bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen. So wie vor 2000 Jahren der Tempel von Jerusalem zerstört wurde und die Juden daraufhin in die ganze Welt zerstreut wurden, so wurde also prophezeit, dass die Juden zurückkehren würden und auch einen neuen Tempel in Jerusalem bekommen, den Tempel Gottes, den der Antichrist zunächst entweihen wird. Deswegen heißt es im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3 über den Antichristen, Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der Antichrist,
der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der Antichrist wird sich also nicht in einen satanischen, okkulten Tempel setzen, sondern in den Tempel Gottes, was diesen Götzendienst eben umso größer und umso satanischer machen wird. Auch im Buch der Offenbarung wird dieser Tempel Gottes erwähnt, denn in Offenbarung Kapitel 11 ab Vers 1 steht geschrieben: Und mir wurde eine Messrute gegeben gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte: Mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Deswegen gehen einige Juden und auch Christen davon aus, dass dieser dritte Tempel Gottes vom Himmel auf die Erde kommen wird, sowie eines Tages auch das neue Jerusalem. Der Feigenbaum namens Israel schien lange verdorrt, doch Israel hat wieder Früchte bekommen. Es fing an, als am 14. Mai 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Am 5. Juni 1967 begann der Sechstagekrieg und Israel gewann Gebiete hinzu, nämlich den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland, die Golanhöhen und schließlich auch Ost-Jerusalem. Am 6. Oktober 1973 kam es außerdem zum Yom Kippur-Krieg, den Israel ebenfalls für sich entscheiden konnte, als würde Gott zu den Juden Israels sagen wollen: Ihr seid hier, um hier zu bleiben. Doch erst wenn ganz Jerusalem zur Hauptstadt Israel erklärt wird und der dritte Tempel Gottes steht, dann sehen wir genau die Früchte und die Zeichen, wovon Jesus in seinem Gleichnis über den Feigenbaum gesprochen hat. Und das Geschlecht bzw. die Generation, die das alles miterlebt, wird laut Lukas 11, Vers 32 bis zur Wiederkunft des Messias auch nicht vergehen. Der Apostel Paulus schrieb in Römer 10, Vers 1 und in Kapitel 11, ab Vers 25: Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Wenn die prophetischen Früchte Israels reif sind, dann ist auch die Zeit reif, um zu ernten, was Gott in den letzten Jahrtausenden gesät hat, nämlich das Volk des allmächtigen Gottes. In Offenbarung 14, Vers 15 steht geschrieben: Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Darum lasst uns Israel nicht aus den Augen verlieren, lasst uns beten für Jerusalem, lasst uns die Zeichen der Zeit erkennen und lasst uns anderen Menschen davon erzählen, damit auch sie zu den guten Früchten Gottes hinzugefügt werden, denn der Herr kommt bald zurück. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert auch den Kanal. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, damit Sie die Zeichen der Zeit erkennen, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König Israels, der Richter der Welt und der Sohn des lebendigen Gottes, der einzig wahre Messias, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.